Internet und YouTube zurück bei Ezio. Ezio möchte von Dardic Balletti den Standort der Templer mehr erfahren. Beschaffen Sie sich eine Verkleidung als Janitscha? Ja. Um in seine Nähe zu kommen, akzeptieren, einen Gegner aus einem Versteck heraus, aus einem Versteck eliminieren, ist absolut ein Problem. Okay. Templerstatus, einen isolierten. Muss ich das mit? Du kehrst hier und siehst nicht den Schatz. Deswegen wirst du immer nur kehren, mein Freund. Scusi, ich mach immer so. Ich mach das immer so. Nun, zum grünen Punkt. Der grüne Punkt. Nicht so eine Bio-Werbung. Ich hab's vergessen. In so ein Schwachsinn. Ups! Oh mein Gott! Falscher K. Ha! Huh! Alles unter Kontrolle? Ja, selbstverständlich. Was klappt hier? Ich muss jetzt hier runter. Elegant. In meinem Tresor ist was drin. Wie könnte ich jetzt. Keine Ahnung. Perfekt. Einfach nur grandios, wie ich das gerade gemacht habe. Der Händler Manuel Palaiologos ist vorsichtig. Anhören wollen wir. Brauche ich das Ziel, oder? Ist, fand es der Leiter des Händlerrates angemessen, eine Untersuchung einzuleiten. Jeder, der Informationen zu seinem Aufenthaltsort hat, wird. Wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Vorsicht, Kistengänger! Meine Geduld hat bald ein Ende. Ich gebe euch alles, was ich habe. Den isolierten. Meine Geduld hat bald ein Ende. Was? Das war. Das war jetzt nicht gerade versteckt. Es war jetzt nicht gerade mit der versteckten Klinge. Nicht so ganz. Nicht so ganz, aber dann dran. Wunderbar. Da ist er. Da ist er. Na, meine Güte. Warte mal, wo ist denn meine versteckte? Meine Giftklinge? Meine Hakenklinge will ich haben, oder? Wo soll ich die hin? Ich wieder daher. Genug mit dem. Ach, die war doch schon immer. Ach, was? Meine Geduld! Ach, Quatsch, das wollte ich nicht. Ah, das war der Falsche. Oh, fuck. Ich wollte das nicht. Brüder, helft mir! Behalte deine Axt! Bitte Gott, schlägt mich aus dem Spiel! Oh oh. Oh oh. Die machen das schon, oder? Die machen das schon. Perfekt. Dankeschön, Brüderles. So, und jetzt? Shut up! Shut up! Ich baue eine neue auf. Das war nichts. Das war ja mal überhaupt nichts. Das war ja keine absolute Katastrophe. Okay. Ich sehe schon, ich muss das alles. Ich habe mich verdrückt vorhin. Ich weiß nicht, was ich machen wollte, aber ich habe mich auf jeden Fall. Meine Geduld hat bald ein Ende. Brüder, helft mir! Da halte deine Hände da, wo ich sie sehen kann, Halunke. Ist das unbemerkt? Ich bin unschuldig. No. So eine Scheiße. Wie soll ich denn unbemerkt? Okay, alles klar. Nochmal, nochmal, nochmal. Sobald er tot ist, ist er nicht mehr unbemerkt. Oh, hier ist ein Heuhaufen. Oh, hallo. Okay. Schande, macht, dass ihr hier reinkommt. Komm her, komm her, komm her. Meine Geduld. Komm her, komm her. Komm her. Hier ist kein Mörder. Ich will nicht plündern.
Ach Gott! Aufheben! Komm mit, Mann! Komm mit! Oh, was gescheitert? Was? Ach, ist mir Wurst. Folgen Sie und Lager und bla 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 ist nicht perfekt. Ein Luftattentat eliminieren. Okay. Selim versteht unsere Lage. Ah, das war mit dem Versteck. Die Byzantiner, die Mamluken, die Safaviden. Nur er hat den Mut, sich diesen Gefahren zu stellen. Wir stehen hinter euch. Weiter so. Haklisin, Selim ist ein Krieger. Wie Osman und Mehmet. Warum zieht der Sultan unserem Löwen ein Kätzchen vor? Hütet euch! Ein gewissenloser Mörder wandelt. Ahmed hat des Sultans ruhige Art geerbt. Sie sind sich sehr ähnlich, fürchte ich. Die Janischaren haben ihr Leben dem Schutz des Reiches gewidmet. Revanchiert euch und findet den Schurken, bevor er wieder zuschlägt. Hört mir zu, Bürger von Konstantinie. Warum gehen alle immer schneller als ich? Wenn ich schneller gehe, bin ich zu schnell. Haltet Ausschau nach allem, was euch verdächtig vorkommt. Ups. Tyrannen! Schande über dich, Abschaum! Verprügeln, um keinen Verdacht zu. Okay. Hör auf damit! Ich zeig dir schon. Das macht Spaß. Ich sollte hier anfangen zu arbeiten. Sorry. Deswegen wird jeder gerne Polizist. Verzieh dich, nerviges Ungeziefer! Wow! Warum bleibt Ahmed hier in der Stadt? Er weiß, er ist nicht erwünscht. Was hier, Freunde? Er ist Freunde. Wie eine Motte, die ums offene Feuer flattert. Er wartet, bis sein Vater stirbt, damit er den Thron besteigen kann. Schon gehört? Er bot Tariq ein Bestechungsgeld für unsere Loyalität. Oh oh. Gott verfluche ihn. Hat er reagiert? Wir werden es nicht mehr erfahren. Kardeshlerim, einer von uns wurde vor kurzem ermordet und seiner Kleider beraubt aufgefunden. Seine Leiche entsorgt wie ein Haufen Unrat. Das heißt, wir müssen uns alle ausziehen. Halte die Straßen also besonders aufmerksam im Auge. Jemand will in unserem Namen zuschlagen. Wir müssen bereit sein. Alle ausziehen, damit wir wissen, wer zu uns gehört. Kennst du Selims jungen Sohn? Schehzade Süleyman? Elitewachen sie denn gegenüber misstrauisch, wenn... Nicht persönlich, aber vom Sehen. Was muss ich denn jetzt? Knabe. Ich geh mal. Kein Knabe. Oder? Er ist ein fähiger junger Mann. Lalalala. Mit einem Was ist ein Elitesoldat? Schlägt er nach seinem Plan. Oh, was ist denn? Oh oh. Und wir sind und schon gescheitert. Und das ging flott. Drei Schritte und... Was ist der Unterschied? Ich liebe das Soldat. Okay, in Zelte oder Heuer? Sultan Bayezid ist ein guter Mann. Ein guter Sultan. Doch er hat das Feuer verloren, das ihn groß machte. Nein, nein, er ist ein Krieger. Seht die Armee, die er gegen Selim aushob. Ich geh mal her. Ein weiterer Beweis seines Abstiegs. Die Waffen gegen den eigenen Sohn zu erheben. Eine Schande. Aha. Ach so, okay. Ihr beugt die Wahrheit, damit sie eurer Leidenschaft entspricht, Effendim. Es war Selim, der unseren Sultan angriff. Ich geh wieder rein. Ich geh wieder rein. Aber Selim tat es nur für den Ruhm des Reiches, nicht für... Oh Gott. Kann ich nicht einfach alle töten? Okay, funktioniert einwandfrei. Genau. In Zelten oder Heuhaufen? Ja. Sultan Bayezid ist ein guter Mann. Ein guter Sultan. Doch er hat das Feuer verloren, das ihn groß machte. Nein, nein, er ist ein Krieger. Seht die Armee, die er gegen Selim aushob. Heißt das, das ist der Weg da hinten? Ein weiterer Beweis seines Abstiegs. Die Waffen gegen den eigenen Sohn zu erheben.
Eine Schande. Ihr beugt die Wahrheit, damit sie eurer Leidenschaft. Nee, hier komme ich auch nicht vorbei, das ist doch Quatsch. Es war Selim, der unseren Sultan angriff. Evet, aber Selim tat es nur für den Ruhm des Reiches, nicht für sich. Aha. So, und jetzt, wie komme ich hier hinten rein? Wie komme ich dort rein? Aha, hier hinten ist doch der Weg, oder? Und kann mir irgendjemand sagen, wie das unauffällig funktionieren soll? Wie soll das unauffällig funktionieren? Okay, funktioniert ganz normal. Okay. Nein. Ich wollte doch nur stehlen. Lasst mich doch bitte in Ruhe. Bitte. Bitte. Du kannst mich nicht sehen. Bitte, bitte nicht. Bitte mach keinen Quatsch. Hey, haltet mal an. Ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier. Ach, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Komm her, komm her, komm her. Puh. Okay. Okay. Ganz ruhig bleiben, ganz ruhig. Ganz unauffällig. Ganz unauffällig plündern, ganz unauffällig. What? Ich verstehe keine... Nein? Was weiß ich? Einen Moment mal! Nein! Das ist nein. Ein komischer Kauz. Shut up! Kann ich hier rein? Oh nein. Ah, hier runter! Hier runter! Ezio! Ja, genau, 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 genau! Und jetzt bleib hier drinnen für den Rest deines Lebens! Jetzt kommst du noch mit hier rein? Hinten ist mein Speicherpunkt! Oh Gott, ein Speicherpunkt! Kostet es, was es wolle, ich renne hier rein. Gott. Tariq, eine Botschaft. Harry Collade. Die Musketen sind nun in Kappadokia, wo Manuel sein Heer stationiert hat. Und unsere Männer? Sind sie noch bei ihm? Evet. Sie geben uns Meldung, wenn die Byzantiner aufbrechen. Wir treffen sie dann später in Bursa. Nun fügt sich alles zusammen, Efendim. Evet. Endlich. Ja, dann leb wohl. Macht's gut. Bis zum nächsten Brief. Den es nicht geben wird, denn ich werde dich töten. Und zwar im nächsten Part. Danke fürs Zusehen, YouTube. Macht's gut. Tschüss.